Den Knuddelfaktor des ersten Twingo von 1993 erreichte der Nachfolger nicht, als er 2007 eher mit ernstem Gesicht auf den Markt kam. Renault hat das nun etwas korrigiert und den kleinen bei der jüngsten Modellpflege mit runden Nebelscheinwerfern in Richtung Babyface geliftet. Groß prangt das Renault-Zeichen auf schwarzem Grund am Bug. Daran werden wir uns gewöhnen, denn so sieht es aus, das neue Markengesicht von Renault. Mit neuen Farben und Individualisierungsmöglichkeiten innen und außen soll der Twingo noch mehr als bisher ins Beuteschema seiner Stammkunden passen. Bisher waren das etwa zu 75% Frauen. Technisch tat sich wenig. Zwei Benziner gibt es mit 75 und 102 PS, dazu einen Turbodiesel mit 86 PS. Die Ausstattung wurde verbessert, Seitenairbags vorn sind jetzt generell Serie. ESP kostet aber unter 100 PS 300 Euro extra. Wer sich bis Ende Januar für einen Twingo entscheidet, bekommt Klimaanlage und CD-Radio geschenkt. Beim Basismodell, dem 75 PS Benziner, wird sogar der Listenpreis von 9.990 Euro um 1.000 Euro gesenkt. Da guckt man dem Kleinen noch lieber in die Scheinwerferaugen.